Na, wie es der Zufall gerade will, es ist Punktlandung 20 nach 4 und die Sonne scheint. Und ich befinde mich gerade auf einem der vielen Waldwege um den Rhein rumherum. Und ich habe hier gehört, hier soll es ein paar alte Bunker geben. Also eine der, am besten erhaltensten Bunkeranlagen hier an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Ja, das sieht man schon hier ein bisschen so diese, wie soll man sagen, Altrhein, das ist typischer Rhein einfach, ne? Also überall Pfützen, überall Wasser, Hochwasser, Überschwemmungsgebiet. Man holt sich hier auch ein paar nasse Füße auf jeden Fall. Und jetzt laufe ich mal da lang und schau mal, was sich da ergibt. Da vorne kommt nämlich auch schon einer von diesen Fuzzis, die gerne dort spazieren gehen. Ja, ein Fotograf mit Stativ und Objektiv kam mir schon entgegen. Der scheint hier auch durchgekommen zu sein. Hier ist ein bisschen pfützelig. Bin mal gespannt, wie weit es geht. Ich hole euch dann wieder dazu, wenn ich an den Bunkern angekommen bin. Also wie gesagt, bisher noch völlig ungefährlich. Nur ein Fotograf ist mir entgegengekommen. Deutsche und französische Soldaten habe ich jetzt keine gesehen. Käfer auch nicht. Also von daher alles völlig ruhig und in Ordnung. Und hier komme ich schon an den ersten wirklich riesengroß, jetzt wäre ich fast ausgerutscht, imposanten Riesenbunker. Schau wieder, es ist verdammt gefährlich dann doch irgendwie. Vor allem, wenn man so viel Dreck im Schuhwerk hat. Also, gucken wir uns das mal an hier. Und das ist soweit nur einer. Und besonders irgendwie, dass die zugänglich sind. Kein Warnschild wie sonst in Deutschland. Taschenlampe habe ich jetzt natürlich auch vergessen. Völlig unvorbereitet heute. Ich habe auch schon ein paar Videos gesehen im Internet von den Bunkeranlagen. Aber das ist dann doch noch ein bisschen was anderes. Die haben sie übrigens auch gesprengt. Hier, das sieht man ganz gut. Da oben alles runtergekommen. Die Bunker, die müssen wohl viel größer schon gewesen sein. Mal leben wie die Neandertaler. Mal gucken, ob ich das Licht ankriege auf dem neuen Handy hier. Beziehungsweise Ersatz-Notfall-Handy. Gucken wir mal, was das. Boah, guck mal hier. Stalaktiten. Und Mücken. Millionen von Mücken. Die können euch heute entzücken. Nur nicht auffressen lassen. Also wie ihr seht, seht ihr einiges. Eine Motte da hinten. Immer noch Mücken schnaken. Also jetzt wisst ihr, wo die ganzen Schnaken herkommen vom Rhein. Die verstecken sich hier. Mitten in den Bunkeranlagen verstecken sich die Schnaken. Die Rinnschnorke. Schnorke. So, jetzt lichtet sich's wieder. Interessant. Jo. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal fürs Erste.
Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Ja, schauen wir mal, was wir hier noch anstellen können. Ja, zum Abschluss vielleicht doch mal noch. Kämpfen wir uns durch das Dickicht. Keine 30, 40 Meter vom Bunker. Sehen wir dann Folgendes. Eine sehr verlandete Reinstelle. Also für alle, die so eine Bunkeranlage noch nicht gesehen haben, da hat Hitler Krieg gespielt, kann man fast sagen. Das muss eine sauteure Angelegenheit gewesen sein. Wahrscheinlich noch viel teurer als die heutige Drogenpolitik. Lasst euch das mal gesagt sein. Übrigens geil, ne? Die Sonne da im Hintergrund, die hinter den Bäumen aufblitzen. Phänomenal.